Guck mal hier. Neue Unterhemden. 2 Jahre Garantie. Ja. Ach du Scheiße. Ja. Ja, das wäre wirklich schade, wenn das wirklich komplett dicht gemacht ist. Weil das sieht relativ interessant aus irgendwie. Hier ist offen. Geil! Richtig geil! Alter, guck dir das mal an! Das ist eine Location! Gebrochen, denke ich. Hier sieht es richtig krass aus. Ich hätte mir locker den Fuß brechen können. Ja. Aber hier waren Leute schon drin. Ja, natürlich. Ja. Nee. Boah, war das, ey, das ist eine Top-Location hier. Natürlich alles durchwühlt schon. Guck mal hier. Neue Unterhemden. 2 Jahre Garantie. Eingepackte Unterhemden. Von, weiß ich nicht. Wie lange? Guck dir das, 2 Jahre. Guck dir das mal an. Die sehen aus. Die Rollen. Also hier wurde wirklich in aller Seelenruhe alles durchsucht. Hier ist richtig groß auch, ne? Also verwinkelt. Das ist ja eine Küche. Hier musste man ja super schlank sein, um in diese Küche reinzukommen. Und dann um hier zu kochen auch noch. Das Haus ist riesig, aber so eine Mini-Küche. Ja, ja, wer weiß, vielleicht gibt es sogar noch eine Küche. Du kannst ja nur einzeln hier einfügen. Ach du Scheiße. Wie geil ist denn das? Also das sind richtige Werte noch. Hier stehen einfach 1, 2, 3, 4 Traktoren und zwar im 5. 5 Traktoren im absoluten, richtig gutem Zustand. Wahnsinn. Mal weiter. Gehen jetzt noch nach da. Da ist nun ein Klo. Also hier stehen 5 echt große, teure Traktoren. 5.
Okay, so ein richtiges Lager. Alles Zeitschriften hier. Kisten mit Zeitschriften ohne Ende. Also hier steht alles voll damit. Studentenreisen. Sicher leben, Mai 77. Wochenblatt. 77. Zeitungen. Auch von 77. Alles von 77. Wahnsinn. Alles von 77. Ach du Scheiß, was ist denn da um die Ecke? Auf jeden Fall so viele Zeitschriften hier. Das ist echt krass, wie viele Zeitschriften hier sind. Ach du lieber Himmel, das haben wir doch heute schon mal gesehen. Ein Vorratskeller. Ein Vorratskeller voll mit Sachen. Wir sind ja hier auf dem Land und auch wieder mit Gurken. Junge, 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 Junge. Ja, Wahnsinn. Ja. Oh. Ach du Scheiße, das nenne ich mal zugemacht. Guckt euch das mal an. Also hier hat jemand versucht, das Haus richtig zuzumachen. Wow. Und da hinten sogar noch, also wer durch die Tür hier kommt, ja. Krass. Also das ist richtig heftig. Ach, was ist das denn? Soll ich was sagen? Ich glaube noch nicht mal, dass das hier Kids waren. Also so einen... Überall sind die Kabel abgeschnitten. Das spricht eigentlich schon wieder für was anderes. Nicht unbedingt, dass das Kinder waren, sondern... Ja, wieder aus Polen oder so. Ohne jetzt jemanden zu verurteilen. Wieder Kabeldiebe am Werk gewesen wohl. Die aber auch dann direkt nochmal alles durchsucht haben, ob es nicht auch noch ein paar andere Sachen hier gibt.